So, letzte Schnee. Morgen können wir wieder die ganzen Tiere auch rauslassen. Oh, geht doch mal aus dem Weg. Also irgendwie sind hier zu viele Tiere. Zu wenig Platz für diese ganzen Viecher. Sie blockieren mir ständig irgendwas. Man müsste sie echt aufheben. Oh, geh doch mal aus dem Weg, ey. Ich will nicht das blöde Huhn. Meine Güte. So, dann haben wir hier noch ein Ei. Oh, ey, die ganze Zeit klickst du auf diese blöden Hühner. Okay. Weil ich überlege. Komm. Wir verticken das alles. Und gucken, dass wir jetzt am letzten Tag noch ein bisschen Geld machen. Und alles in Samen investieren dann. Dass wir da richtig Geld haben zum Start. So. Heißt, das wird verkauft. Den Ziegenkäse nicht, weil den mag ja Lea. Den will ich dann lieber behalten. So. Die kleinen Kühe sind immer noch nicht groß. Ja, komm, Herr Ziege. So. Da ist einmal eine kleine Kuh. Da. Da. Ja. Haben wir alle. Ah, wir können ja noch die Heizungen demontieren. Hier. Zack, haben wir die weg. Da oben haben wir dann eine. Okay. Dann können wir noch eben hier bei den Hühnern die letzte Heizung daraus machen. Aus dem Weg. Oh, da war noch ein Ei. Nein, ich will nicht mit dem Huhn reden. Ist das denn so schwer? Wo ist denn das Ei da? Jetzt habe ich die Milch gar nicht in die Käsemaschine geschmissen. Wo bin ich nur mit meinen Gedanken? So. Einmal die Milch und die Milch. Zack, zack. Dann kommt die hier rein. Und ansonsten nix. Gut, gut, gut. Dann schmeißen wir eben alles in, zum Verkaufen rein. Und dann gucken wir, dass wir den Willi finden. Dass der uns eine bessere Angel verkaufen kann. So, jetzt habe ich noch für 3 Ställe Heizung. Aber 2 habe ich eigentlich nur geplant. Schauen wir mal. Oh! Eine Pfeilspitze. Wieder was für ein Gunther. Gucken wir natürlich noch, dass wir hier noch ein bisschen was abkassieren. Ne, nichts da. Schade, dass wir noch keine Saat jetzt kaufen können, ne? Dass wir was für Tricks zum Aussehen haben. Nein, ich wollte eigentlich. Das ist immer so eine Kacke. Ich suche jemanden, der mir Kupfererz. Nein, kriegst du nicht. Ist dir nicht kalt? Ist sie machen die Pullover nicht so wie früher? Hm. Nee, eigentlich ist mir nicht kalt, du. Nix drin. Ah, willst du mal eben zum Gunther rüber, geben wir ihm die Pfeilspitze. Eigentlich müssten wir ja auch hier beim Fluss ein bisschen was fischen. Aber ich brauche ja immer noch den Thunfisch für die Quest. Deswegen gucken wir mal, ob hier was drin ist. Ist auch nichts drin. So, Gunther, ich habe wieder was für dich. Aber diesmal nur eine Sache.
Nee, was, wo habe ich denn die prästorischen Dinger? Nee. Na gut. Oh, wir kriegen eine Belohnung. Kriegen wir jetzt den Schlüssel? Kriegen wir den Schlüssel? Belohnung abholen. Nee. Skelettmöbel. Boah, nehmen wir mit. Mann. Müssten wir durchziehen, wie viel wir jetzt von den Dingern schon gespendet haben. Gut, dann gucken wir einmal hier drüber, ob es was gibt. Nee. Sieht nicht gut aus. Nix da, gar nix. Keine Nummer hier. Ja, toll. Nix drin. Da war was. Ne, ist nicht sehr spendabel jetzt. Okay, aber wir sind ja auch nicht hier zum Boden umgraben, sondern zum Fischen. Eine Koralle nur. Das ist echt armselig. Der Elliot. Ja, kriegst du eine Brombeere. Nein, nicht so. Das ist für mich fabelhaft. Sag ich ganz, hat die Brombeere über den Kopf. Willi, bist du da? Jo, ist er. Am Wasser benutzen, um Fische zu fangen. Ja, wo ist jetzt der Unterschied zwischen der, die ich... Achso, das ist sogar dieselbe Angel. Plus 1 Fischen. Soll ich das jetzt mal machen? 100 Energie. Ja, vielleicht später. Wir fischen jetzt einfach erstmal. In der Hoffnung, dass wir hier noch so ein Thunfisch-Ding da rauskriegen. Komm, beiß an. Los schon. Macht schon. Also irgendwie geht mir das mit dem Schnee ein bisschen auf den Nerven hier, ne? Ja, da mal was. Ich glaube, mein Balken ist jetzt auch größer, ne? Ist ja toll, jetzt kriege ich diese blöde Truhe nicht. Ja, ah. Ah! Ja, die Truhe habe ich. Nein! Ich war doch dem Fisch da drinnen, ey. Ich habe mich zu sehr auf diese blöde Truhe konzentriert. Aber ich war doch auch mit dem Fisch drinnen. Warum ist das runtergegangen? Wow. Ja, da habe ich erst wieder keine Chance gehabt. Ja, so kann bleiben, so kann... Ja. Hey, komm, komm, zu, oder zu. Ja, ich habe einen Fisch. Eine Sardine. Ich brauche einen weißen Thunfisch für die Quest. Das muss ich... Die ein Jahr warten auf ihren weißen Thunfisch. Das ist auch echt assi, ne? Der ist die ganze Zeit noch da drin. Und dann springt er trotzdem, geht er runter. Weil er nicht ganz in der Mitte ist. Der Zug fährt schon wieder durch. Ja, irgendwann muss ich mir das mal angucken mit dem Zug. Ich habe immer noch keine Ahnung, wofür der wirklich ist. Aber wir sind jetzt gerade ganz, ganz woanders. Außerdem versuche ich meinen Angelskill hochzubringen. Aber momentan, das geht ja schon ein bisschen besser, ne? Weil hier kriege ich die ganze Zeit nur Sardinen raus. Ich würde gerne mal was anderes haben. Na komm, beiß schon an. Jetzt habe ich mal was anderes. Krieg ich Seetang. Das habe ich nicht mit was anderem gemeint. Weil es auch einen Unterschied macht, wo man hier angelt, an welcher Stelle. Also jetzt von dem Meer aus gesehen. Komm schon. Ja!
Ja, da haben wir was anderes. Eine Seegurke. Seegurke hatte ich, glaube ich, noch nicht. Muss ich mal gucken. Es gibt ja verdammt viele Fische, die die Schummis haben wollen. Wow. Das ist bestimmt jetzt ein weißer Trüppfisch. Das geht so langsam rauf. Man verliert immer mehr, als dass man dazu gewinnt. Ja, geschafft. Ja, Thunfisch. Cool. Wir haben einen Thunfisch, aber keinen weißen Thunfisch. Aber er war schon schwerer. Vielleicht ist es dann tatsächlich nicht einfach nur, dass es willkürlich ist, was man, wie schwer das hier ist, sondern auch tatsächlich von dem, was man da rausangelt, als einen Unterschied macht. So die Geschwindigkeit mit dem Hin- und Hergehen. Also die ganz schnellen, da ist wahrscheinlich dann hochqualitative Tiere. Werden wir sehen, vielleicht haben wir jetzt hier wieder einen Thunfisch drin. So, komm, 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 komm. Ja, haben wir. Nee, aber eine Rotbarbe. Ja, das sind aber schon ein paar Tiere, ne? Also, da muss doch wieder die Angelstufe nochmal höher gehen. Aber wenn wir dahinter Meisterangler sind, dann gewinnen wir auch den Eisfischwettbewerb gegen Willi. Da ist der Willi. Komm. Guck mal, Willi, ich will mal was schenken. Nehmen wir mal die hier. Guck mal, Willi, guck mal, guck mal. Nein, nicht essen. Ein Geschenk, danke. Ich habe einen Fisch gefangen. Cool, ne? Ja. Man sieht auch echt von der Größe her. Macht das dann echt einen Unterschied? Inwieweit die Energie geben und nicht. Ja, na. Ja, da ist wieder eine Truhe. Aber egal, die Truhen zu bekommen ist gleich nice to have. Aber Hauptsache, man kriegt den Fisch. Weil wenn man den Fisch nicht kriegt, hat man auch keine Truhe. So. Da gibt es bestimmt auch einige Sachen fürs Museum, die man hier rausangelt. Vielleicht aus diesen Truhen. Ja, guck mal, ey, der ist ganz unten und ich musste da echt. Der hüpfte da doofe Dingen. Und der Balken rechts ging runter. Ist doch echt blöd. So, hier nach, gehen wir vielleicht mal rüber nach links. Auf die andere Seite. Können wir eine andere Stelle ausprobieren. Mal gucken, ob wir da noch andere Fische kriegen. Hey, so hier. Hering! Wir haben einen neuen Rekord aufgestellt. Was auch immer der aussagt. Hier, machen wir mal dahin. Gucken, ob es da irgendwas anderes gibt. Wow. Teilweise habe ich das Gefühl, dass der Balken rechts auch langsamer mitgeht. Noch wieder ein neuer Rekord. 41 cm Länge, die Rotbarbe. Na komm schon. Gib mir den weißen Thunfisch. Also das Angelskillen geht bestimmt voll langsam. Ich hoffe, wow, dass wir noch einen Punkt mehr kriegen jetzt. Ah! Das ist, glaube ich, das geht zu schnell. Auch wenn wir da jetzt ein bisschen zugewinnen. Wow. Ich gebe nicht auf. Ah! Leute. Das ist doch voll assi, ey. Das ist so assi. Du kommst einfach nicht hinterher. Weil du bist ein bisschen da drin. Also, wie, das ist aber dann irgendwie nur
ein bisschen, was da wirklich zählt von dem Grünen. Es müsste viel mehr sein. Ja. Da geht es einfach zu schnell. Verlierst du den scheiß Fisch. Du hast ja keine Chance, da irgendwie zu reagieren. Also die schweren Fische. Ich hoffe nur, das ist echt mit dem, desto mehr man angelt, dass man dann im Angelskill ja steigt und das dann einfacher wird. Dass man nicht einfach nur bessere Fische dann fischt, sondern dass man auch einfacher es hat, die zu fischen. Ja. Das war so wieder so eine Kacke, ne? Du lässt runter, zack, geht damit. Ich habe nur einmal kurz draufgeklickt, springt mein Schwimmer-Dingens-Balken nach oben. Ätzend. Ich hätte echt das mit dem Plus 1 Fischen-Dingens kaufen sollen. Ja, das ist aber, glaube ich, ein, den wir jetzt mal wieder kriegen. Ja, ich hätte nichts sagen dürfen. Da guck, der Scheißfisch ist ganz unten. Ich habe nicht mehr geklickt. Und der Ding hüpft da rum. Keine Chance gehabt. Heilbutt hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Aber wir mittlerweile genug verschiedene Fische haben, um den kleinen Viechern was zu geben. Für das Aquarium. Können wir ja gleich mal gucken. Aber es gibt halt so viele von den verschiedenen Fischen. Hering. Wow. Wenn er hier so ein bisschen steht und so, ist das ja okay. Aber ey, ich krieg wie ihn für Kloppen. Manchmal reagiert er voll über vom Klicken. Und manchmal überhaupt gar nicht. Hey. Hallo. Hallo. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Was ist denn das? Mann! Die wollen mich hier total verarschen. Dann springt das doofe Ding da noch so wie bekloppt. Aber ich hab ihn. Den Heilbutt. Oh, ätzend, Mist. Ich hoffe nur, mit dem ganzen Mist, den ich jetzt geangelt habe, mein Angelskill ein bisschen höher geht. Wieder ein Hering. So, ich glaube, ich ist der letzte Fisch, dann müssen wir langsam mal nach Hause. Aber leider kein weißen Thunfisch. Nur ein normalen. Nochmal ein Hering. Gut. Was haben wir erbeutet? 2 Heilbutts, 4 Heringe. Dann den Thunfisch. Gurke. Ja. Ein bisschen was haben wir gekriegt. Vielleicht reicht es ja, um den Angeln-Skill auf 1 zu erhöhen. Weil ich hatte ja beim ersten Mal jetzt auch nicht so viel geangelt. Aber ich glaube, man kriegt schneller am Anfang Punkte als im Nachhinein. Sollen wir mal gucken, ob wir bei Lea jetzt reinkommen? Wahrscheinlich hat sie zu, ne? Ja. Mann, Lea, lass mich rein. Ich würde dir einen Blumenstrauß geben. Komm einfach nochmal hier so. Zack, nix da. Auch nix da. Naja. Da gibt's nix. Dann halt nicht. Oh, aber hier sind nochmal ein Regenwurm.
Sehr schön.